Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Mathepool. Heute kommen wir schon zu Aufgabe A3 der ETH Zürich Aufnahmeprüfung aus dem Jahr 2011. Und hier handelt es sich um die Serie 2. Nebenstehendes Glücksrad wird 5-mal gedreht. A. Es sei Alpha gleich 60 Grad, also diese Öffnung hier. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, genau einen Treffer zu erzielen. B. Berechnen Sie, wiederum fürs Alpha gleich 60 Grad, die Wahrscheinlichkeit, mindestens 2 Treffer zu erzielen. Und C. Es sei A das Ereignis, 1 oder 4 Treffer zu erzielen und B das Ereignis, 2 oder 3 Treffer zu erzielen. Wie groß muss man den Winkel Alpha, welcher größer 0 und kleiner 360 Grad ist, also wie groß muss man Alpha wählen, damit P von A gleich P von B wird? Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit? Wir werden jetzt in diesem Video Aufgabe A und B lösen und die Aufgabe C werden wir in unserem nächsten Video dann lösen. Wer Lust hat, kann die Aufgabe C ja selber lösen und seine Lösung dann mit unserer Lösung vergleichen. Kommen wir also zu den Lösungen von A und B. Gut, hier kommen wir zu Aufgabe A. Als erstes ist es natürlich notwendig festzustellen, um was für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung es sich bei unserem Experiment handelt. Und hierbei handelt es sich um die binomische Verteilung, also Binomialverteilung mit zurücklegen. Also wenn wir das bei einem typischen Urnenbeispiel uns jetzt vorstellen, und zwar mit Wahrscheinlichkeit P von X, also wie hier steht, Urnenschema, M Kugeln, davon R rote Entziehungen. In Entziehungen mit Zurücklegen genau x mal eine rote Kugel zu ziehen. Und beim Urnenschema haben wir eben diese Wahrscheinlichkeit angegeben, Pn von x gleich n über x mal p hoch x mal q hoch n minus x. Wobei p gleich r durch m und q 1 minus p ist. Also nochmal, wie kommt man zur Feststellung, dass es hier sich um eine Binomialverteilung handelt. A. Experiment besteht aus, das sollte aus heißen, aus gleichen unabhängigen Versuchen. Das haben wir hier. Wenn wir 5-mal drehen, jeder Versuch ist für sich unabhängig vom anderen. Und B, Ergebnis besteht aus Erfolg oder Misserfolg. Und genau das haben wir hier auch. Entweder wir landen einen Treffer oder eben nicht. Gut, also das ist wichtig, das kann man sich so merken. Und dies ist eben die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis A in n unabhängigen Versuchen genau x mal eintrifft. Gut, hier noch eine kurze Bemerkung, speziell eben für Binomialverteilung. Wenn solcher Zufallsversuch x binomisch verteilt ist, so gilt e von x gleich n mal p und Varianz von x ist gleich n mal p mal q. So, hat es ein paar Schreibfehler gegeben. Okay, wir werden nun das Ganze auf unser Glücksrad projizieren. Also das, was wir hier geschrieben haben, das wenden wir jetzt auf unser Glücksrad an.
So, wir haben Alpha gleich 60 Grad, dann landen wir einen Treffer. Ja, gut, ein Kreis hat natürlich 360 Grad. Es ist klar, dass hier P, also die Wahrscheinlichkeit für einen positiven Ausgang, eben diese 60 Grad dividiert durch diese 360 Grad sein muss. Sprich, wir haben die Wahrscheinlichkeit, genau einen Treffer zu erzielen, ist genau ein Sechstel. Und daraus folgt eben für Q die Wahrscheinlichkeit, eben keinen Treffer zu erzielen, ist genau 5 Sechstel. N haben wir 5, wir drehen ja 5 mal und x ist gleich 1. Nämlich genau einen Treffer zu erzielen, x. Gut, das können wir jetzt so direkt hier anwenden. Hier ist nochmal diese Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben. Jetzt haben wir also P 5 x gleich 1. Somit haben wir 5 über 1 mal ein Sechstel hoch 1 mal 5 Sechstel hoch 4. 5 minus 1 gibt 4. Und das ist eben 5 mal ein Sechstel mal 5 Sechstel, das in Klammer hoch 4. Wenn man das zusammennimmt, bekommt man 5 Sechstel hoch 5. Und das ist ungefähr 0,402. Also die Wahrscheinlichkeit bei 5 Drehungen des Glücksrades genau einen Treffer zu erzielen beträgt 0,402 ungefähr. Gut, damit haben wir Aufgabe A schon gelöst. Kommen wir zur Aufgabe B. So, hier kommen wir zur Aufgabe B. Also wiederum wird das Glücksrad 5-mal gedreht. Also sprich, dieser Pfeil dreht sich 5-mal. Und jetzt sollen wir berechnen, wiederum für Alpha gleich 60 Grad, die Wahrscheinlichkeit, mindestens 2 Treffer zu erzielen. Hier ist die Betonung auf mindestens. Lösung. Wir haben wieder unsere Wahrscheinlichkeitsverteilung aus Aufgabe A. Und jetzt muss man eben schreiben, P5 für x größer gleich 2. Größer gleich 2 eben wegen diesem mindestens. Es können auch 3, also x kann auch 3, 4 oder eben 5 sein. Gut, sehr oft wird Folgendes dann angewandt, wenn man die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis berechnen muss, welches zutrifft, dann geht man vom umgekehrten Fall aus, man sagt, wir ziehen von 1 die Wahrscheinlichkeit ab, dass das Ereignis eben nicht zutrifft. So, genau das verwenden wir hier. Es ist ja so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis sicher zutrifft, genau 1 ist. Also wie zum Beispiel beim Würfeln, dass man beim Würfeln eine Ziffer von 1 bis 6 erzielt, ist natürlich genau 1. Gut, also P5, x größer gleich 2 ist gleich, wenn wir hergehen, von 1 die Wahrscheinlichkeit x gleich, P5 für x gleich 1 und P5 für x gleich 0 abziehen. Aus Aufgabe A wissen wir, dass P5 x gleich 1 ungefähr eben 0,402 ist. Jetzt müssen wir nur noch P5x gleich 0 berechnen und das können wir eben hier einfach einsetzen. N über x, also 5 über 0 mal 1 Sechstel hoch 0 mal 5 Sechstel hoch 5. 5 über 0 ist per Definition 1. 1 Sechstel hoch 0, jede Zahl hoch 0 gibt auch 1. Und somit haben wir hier 5 Sechstel hoch 5. Und das ist P5 x gleich 1. Das ist genau dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung. Und somit haben wir, dass die Wahrscheinlichkeit P5 x größer gleich 2 gleich 1
minus 2 mal P5 x gleich 1 ist. Und das, wenn man das einsetzt, diese 0,402, dann erhält man eben ungefähr als Ergebnis 0,196. Also die Wahrscheinlichkeit P5x größer gleich 2 ist ungefähr 0,196. Gut, und damit sind wir mit dieser Aufgabe auch schon fertig. Und wie gesagt, Aufgabe C lösen wir in unserem nächsten Video. Ich hoffe, die Aufgaben A und B haben euch gefallen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann. Adieu.